Also ich finde, heute waren beide Mannschaften sehr gut. Nur, dass in der ersten Halbzeit wir ein bisschen konsequenter waren und ja, das 1-0 gemacht haben und die Abwehr halt dann nicht gut stand beim 1-1. Man sagt ganz klar, Männer, das haben wir oft genug gehabt in der Saison. Wir sind in der Lage, so ein Spiel zu drehen und dann trifft das auch so ein. Ne? Ist klar, man hätte sich natürlich gewünscht, heute hier eine klare Geschichte, aber Buchheim wollte uns da wirklich noch ein 1-Netz legen und ja, es hat zum Glück nicht geklappt. Wir wollten heute haben, wir wollten unbedingt heute einen Sieg haben. Und wir wollten die unbedingt, dass wir heute verlieren, aber hat leider nicht geklappt. Ich hatte einfach nicht den Druck, weil der Verein mir ganz klar gesagt hat, wenn ihr nicht aufsteigt, dann ist das so. Ne? Aber wir haben uns immer ein Hintertürchen aufgehalten. Wir hatten zur Rückrunde 9 Punkte Rückstand. Die haben wir weggemacht und ja, ist einmalig. Man kann es nicht glauben. Und zwar, wir haben die ersten 6 Spiele in der Rückrunde ja alle gewonnen. Danach kam halt, die Effektivität war nicht mehr da. Wir waren nicht mehr so 100% immer im Spiel dabei. Und ja, das hat halt dann gefehlt, 7 Spiele in Folge dann verloren. Ja, man muss halt immer abgezockt sein in der Kreisliga. Dann ist man immer oben dabei. Es wird nächste Woche in Merheim einiges auf dem Platz los sein. Wir haben geplant, eine Saisonabschlussfeier zu machen, in Anführungsstrichen Meisterfeier. Und ich denke mal, da wird Rambazamba sein. Das letzte Spiel wollen wir unbedingt gewinnen, die 3 Punkte mitnehmen. Und ja, damit wollen wir auch die Saison dann abschließen. Wir haben den Ansporn auch, das als Erster zu schaffen und es ist Wahnsinn. Also es laugt einen aus, man glaubt es kaum, aber ich bin dann auch froh, wenn die Saison vorbei ist.